begeistern der politischen Erfolg im Volkmarkt. Mehr als 2000 Menschen aus Nordhessen und den angrenzenden Bundesländern hatten sich am Freitag, den 1.3. auf den Weg gemacht, um den 14. politischen Aschermittwoch der CDU Volkmarsen zu sehen. Diese Veranstaltung ist für die Führung der Unionspolitiker in Deutschland mittlerweile zur Pflicht geworden. Angefangen hatte alles in 1999 mit nur 120 Gästen. Es gipfelte mit 3400 Gästen beim Besuch von Angela Merkel. Am gestrigen Abend wurde wieder ein Hochkaräter erwartet, nämlich niemand Geringeres als der Landesvater des Bundeslandes, in dem der politische Aschermittwoch seine Ursprungsheimat hat. Horst Seehofer kam nach Volkmarsen. Immerhin der zweitgrößten Veranstaltung dieser Art in Deutschland. Ein Grund mehr, endlich auch mal den hohen Norden zu bereisen. Die ersten Worte des sichtlich gut gelaunten Horst Seehofer waren dann auch: Diese Woche eine Audienz beim Papst gehabt. Die Woche mit euch zu beenden, der Defiliermarsch wurde richtig gespielt, ich bin glücklich. Dann erfolgte der große Fassbieranstich. Der in diesen Dingen erfahrene Seehofer erklärte, dass er bei ihnen immer der Gastgeber ansticht. Also legte Volker Bouffier die Anzugjacke ab und die Lederschürze um. Es waren etwas mehr als 3 Schläge und das Bier sprudelte in den weißblauen Krug vom bayerischen Gast. Hervorzuheben ist ebenfalls, dass alle Tische der Halle mit weiß-blauen Tischdecken geschmückt waren. Es war zu erwarten, dass Herr Seehofer in seiner vielbeklatschten Rede natürlich die Klage der Bundesländer Bayern und Hessen gegenüber des Länderfinanzausgleichs ansprach. Hier fand er sehr deutliche Worte zu einigen Bundesländern, die ihre Politik auf das Nehmen von anderen gründen und sich ausruhen. Festzustellen ist, dass Herr Seehofer ein ausgezeichneter Redner ist, der es versteht, die Aufmerksamkeit seiner Hörer auf sich zu ziehen. Mit vielen tausend Freunden im Lande für diesen großen Erfolg zu kämpfen. Euer Erfolg ist die richtige Grundlage auch für unseren Erfolg. Glück auf und alles Gute für dich und die CDU. Die Freundlichkeit, die uns auszeichnet, die Gastfreundschaft und der Kampfesmut und die Entschlossenheit, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. In diesem Sinne, liebe Freunde, gehen wir mit Schwung in dieses Jahr und wenn es irgend geht, mit Fröhlichkeit. Und lieber Horst, dir nochmal herzlichen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Herzlichen Dank. Auch der eigene Ministerpräsident trat an diesem Abend sehr gut gelaunt vor die Menschen und begeisterte mit seiner Rede. Er lobte auch die Schönheit Nordhessens und kam ebenso auf das Thema Länderfinanzausgleich zu sprechen. Der traditionell gereichte Heringsstipp wurde wieder von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern in Rekordzeit serviert. Dazu gab es wie immer deftiges Brot aus Nordhessen. Mehr als 2000 Portionen wurden in ca. 15 bis 20 Minuten am Tisch gereicht.
ebenfalls eine Leistung ihresgleichen sucht. Der politische Aschermittwoch in Volkmarsen hat sich zu einem Kleinod im Portfolio der Union entwickelt. Diese Veranstaltung wird durch die Menschen der Region getragen, die gerade auch bei dieser Veranstaltung ihr großes ehrenamtliches Engagement demonstrieren. Man darf ohne Umschweife behaupten, dass es wieder mal eine sehr gelungene Veranstaltung war. Es passiert mir heute in 40 Jahren Politik zum ersten Mal, dass ich in ein Gebiet komme, wo ich pausenlos höre, wir sind besser als alle anderen. Ich bin mit großem Selbstbewusstsein hierher gefahren, aber es war schon mein Vorgespräch so und jetzt durch die Rede von Volker und eurem Ministerpräsidenten noch besonders, dieses Selbstbewusstsein ist jetzt ganz entschieden angekratzt. Ich muss jetzt im Laufe meiner Rede wieder zu mir selbst finden. Aber meine Damen und Herren, in Wahrheit ist die Lage unserer beiden Länder der Bevölkerung zu verdanken. Unser wichtigster Schatz ist das Volk. Ich komme darauf nochmal zurück. Und da haben sich die Genossen in diesem Länderfinanzausgleich gründlich geirrt. Ihr könnt die nächsten Monate sagen, irren ist menschlich, aber immer irren ist sozialdemokratisch. Diese Veranstaltung wurde von ca. 40 Pressevertretern mit ihrer Anwesenheit honoriert und es fand sogar eine Live-Schaltung des HR statt. Erwähnenswert am Schluss ist auch, dass bei dieser Parteiveranstaltung immer auch Tische für die anderen Parteien des Ortes reserviert sind. SPD, Freie Wählergemeinschaft haben ebenso wie die FDP ihre Stammplätze. Gerade mal ein Jahr her haben wir über 10%, 2,5 Milliarden unserer Altschulden zurückbezahlt und Volker, das ist das Einzige, wo ich mich jetzt mit Hessen messe. Wir werden das erste Land in Europa sein, das keine Schulden mehr hat.